Bada! Bow, wow, wow, wow. Genau das haben wir gebraucht. Das wollte ich eigentlich machen. Gut, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. So, hier habe ich jetzt eine Abkürzung freigeschaltet. Die werde ich jetzt noch nicht benutzen, sondern ich werde erst runtergehen. Hier rüber, BD. Also, es ist noch der gleiche Tag. Es ist noch der gleiche Tag wie die letzte Aufnahme. Deswegen, ja, wenn ihr in die Kommentare geschrieben habt, dass ich das bitte nicht machen soll, dann tut es mir leid. Ich werde nicht komplett alles durchsuchen, aber ich werde auf einen kleinen Umweg zu Mantis zurückkehren und dann. Wer da? Achtung! Dafür bin ich nicht bereit. Ich denke, wir sind zu stark für ihn. Mhm. Aufpassen! Weiter Druck machen! Nein, das ist ja so schwer, den richtigen anzuziehen. Jetzt hast du es mit mir zu tun, Jedi. Mhm. Meinst du, du bist besser? Verfolge! Nein! Ich will. Oh! Nein! Nein! Ich will nicht, oder? Okay, ganz. Das hätten sie wirklich von Jedi Akademie kopieren können. Weil, also, es ist nicht viel. Es ist nicht viel, aber, egal. Ja. Egal, wo, das Lichtschwert, hingekommen ist. Wenn man da einen Aufzug entlang gefahren ist, dann war da eben so ein fetter Streifen. So ein, Lichtschwertstreifen. Und, man hat nicht die ganze, also der hat nicht die ganze Zeit das Lichtschwert automatisch ausgemacht. Aber ja, das ist jetzt halt so. Gut. So. Ich könnte auch da hochgehen. Aber hier drüben ist das Ding. Da ist eine Werkbank. Aber die habe ich schon benutzt. Da geht's nach oben. Okay, also entweder ich gehe hier hoch. Und dann schaue ich mal, was der da macht. Und dann gehe ich da rüber. Oder ich gehe auf die andere Seite. Gehe hier hin. Und da ist nix. Dann gehe ich erstmal dahin, weil das ist kürzer. Das heißt, jetzt dann nach links. Hui. Du, komm her. Okay. Ich ja? Sehe dich, Jedi. Du kannst nicht allen ausweichen. Du bist schnell. Danke. Ich werde das Imperium beschützen. Du bist tot. Willst du es nicht zu Ende bringen? Ich werde dich besiegen. BD, stimm zu mir. Bleib stehen. Ich. Na, das war nicht ganz so gut. Willst du es wieder zumachen? Nein. Komm her. Warte.
Boing. Ach, hier sind wir. Ah. Ja, genau, da wollte ich ja eh nochmal hin. Wunderbar. Gut. Nochmal ausruhen. Gut. Sehr schön, sehr schön. So. Ich will nach da drüben. Kann ich da hin? Ja. Da ist eine Waffe. Wir werden noch härter arbeiten. Wir kommen rein, Offizier Crane. Eine Kiste mit der Artefakte aus dem Inneren des Grabes abtransportiert wurden. Diese Exemplare wurden von einem Arbeiter benutzt, der Ergebnisse liefern musste. Okay. Interessant. Uhu. Tschakka! So, alles klar. Jetzt können wir hier irgendwo hinschwingen oder was? Juhu! Ja, geil. Was war das für ein Geräusch? Egal. Jetzt sind wir hier und dann. Geilo, ein Slim. Slim, Slim. Habe ich schon erwähnt, wie großartig das ist? Weil ja. Du es auch bist. Oh. Yes, jetzt haben wir 5. Das ist gut. Das ist gut. Das war's wert. So. Jetzt können wir nach da, aber da haben wir alles. Da haben wir schon alles. Dann können wir eigentlich wieder zu. Oder? Hier hin und dahin und. Also diese Tür aufmachen da. Diese Tür aufmachen. Und dann kommt man wahrscheinlich dahin. Aber was dazwischen ist, das weiß man nicht. Das heißt, wohin jetzt? Nach hier. Oh, das ist hell. Oh. Hi. Ich gehe dann mal einfach, woanders hin. Bereit zum Arbeiten. Wir müssen hier. Alter. Alter. BD, ich brauche Hilfe. BD! Zeit zu sterben. Alter, Alter, nein, nein. Ich hab... Hä? Wie soll ich den... Ach so, das war geskriptet. Oh Gott. Sind wir? Wieso bin ich da runtergegangen? Hey Kumpel. Oh. Wo steckst du? BD? Tja, kein Lichtschwert. Selbst mit Lichtschwert. Ich muss den Weg hier rausfinden, hättest, wo immer hier ist. Entschuldigung. Hättest du das nicht durchschneiden können? Weil, ja, das ist ja kein richtiges Lichtschwert. Könnte man nämlich. So. Irgendwas da hinten.
Okay. Da kann ich öffnen. Zerstepper hier alles. Ah, da oben. Ist das ein Stromkabel? Nö. Ah. Ah. Jetzt macht es Sinn. Das war's. Easy. Und was ist hinter den anderen? Nix. Okay. Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Okay. Ich glaube, uns beobachtet da jemand. okay. Entschuldigung. Falsch. Sind die tot? Ja. Und warum kann ich hier rein? Hier sammelt irgendjemand Tiere. Ist auch tot. Und der lebt noch. Euch mal aufgemacht. Oh, ich hasse euch. Okay, wieder ein Rätsel. Gut. Rätseltime. So, dann komm mal her. Dann mach ich dich mal hier fest. Was passiert? Keine Ahnung. Dann kommst du mal her und ich mach dich mal. Ah, da drüben. Und jetzt kann ich hier rein? Nö. Der Aufzug hat keinen Strom. Ja, hier muss der BD-1 rein. BD-1. Aber wo ist der? Hat er leuchtet noch was? Was bewirkt? Die Tür ist auf. Welche? Er hat nach da geschaut. Ah, diese. Ah, ja. Ja, klar. Ja. Und wieder krabbel, krabbel. Ich einen Weg hier rausfinde. Die Entwickler machten wirklich diese Engpassagen. Interessant. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ja. Es gibt auch keine Stapperlarven, bla bla. Hallo. Es gibt keine Wachen, es gibt gar nichts hier. Oh, hey. Hey. Hey, ist da drin jemand? Nö. Halt zu, Mann, der Nago. Ja. Ja, komm. Wo sind wir? Moment. Hä? Hä? Oh nein, hat er jetzt einfach das Gespräch abgebrochen? Aber ich hatte den sowieso nicht verstanden.
Was? Was ist mit ihnen geschehen? Jetzt bitte irgendeine klassische Musik rein. Okay, was passiert hier? Ich geh mal weg. Oder auch nicht. Ja, hier kann ich entlang. Alter, du. Hä? Bitte! Bitte? Ich sag immer BD-8. Bist du das? Da bist du! Bist du okay? Ah, da hinten. Ich hol dich da raus. Warte mal, kann ich an dem entlang hangeln? Mal schauen. Oh ja. Wollte ich das gerade? Ah, vielleicht da. Nö. Oh, da oben. Komm mal her. Sehr schön. Aber was ist... Ah, jetzt ist das wieder... rot. Warte, dann... mal kurz da unten reinschauen. Nein. Alter, es springt doch nicht so viel. Oh, gut. Oh, das sind Affen, oder? Ja, glaub schon. Aber wieso bauen die da sowas ein, wenn es nichts zu bedeuten hat? Das ist ja komisch. Naja, egal. Gut, dann holen wir uns BD-1, nicht 8. Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nimm dir mal den Halterbolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. So, dann geht's bestimmt da weiter. Kannst du das Ding hacken? Natürlich. Ah, ja, genau. Genau. Überladen. Ah, genau, jetzt brauchen wir den da wieder. Fertig. Wir müssen aber unser Licht retten. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Oh nein. Gladiatoren.
Hey, ich kenne diese Band. Gut, dann erstmal ausruhen. Und dann machen wir die fertig. Mit der Macht. Ich kenne diese Band. Wisst ihr, was für eine Band es ist? The Who, also H-U. Das ist eine mongolische Metal-Band, die richtig geil ist. Die ist richtig, richtig. Hallo! Dich mache ich auch noch platt. Wahnsinn, da ist unser Freund! Wir haben schon gewettet, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sir Tormo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 abdanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Babyspielchen. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Ich bin der Blut und aus Moneten. Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderer der Vergangenheit. Und das von ihnen erbrachte Opfer. Denn es macht uns reich. Schon okay. Ich hab noch mehr. Mhm. Das kriegst du ganz schnell raus. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Hast recht, er redet echt zu viel. Das hab sogar ich kommen sehen. Was für ein Schlag von jedem. Aufpassen! Oh! Seht ihr, wie dein Jedi abgeht? Heute ist nicht dein Tag. Was das für die Idee? Leg seine Überreste zum Schrott. Lachen. Man kann nicht immer gewinnen.
schickt mir mehr! Gebt ihm etwas mit mehr, Biss! Ja, komm. Brauche Unterstützung. Hilf mir bitte. Jetzt geht's richtig los. Ja, weiter. Weiter so. Jedi, wer hast du nicht drauf? Ja. BD! Hierher, BD! Das hab sogar ich kommen sehen! Ja, irgendwie verloren. Das war gar nichts! Was nur ab! Gleich nochmal! Boah, die sind echt fies. Sehr beeindruckend, Jedi! Ich hab doch geblieben. Ich hab gerade auch geblockt. Puh. Alter. Hey, ich hab geblockt. Boah. Hat wehgetan! Ah. Boah, jetzt ist er ständig ne? Vielleicht braucht er was Größeres. Die da immer noch da ist, ne? Ja. Muss halt die jetzt ziemlich schnell töten. Davon habe ich noch viel nicht. Leichte Freude. Heute ist nicht dein Tag. Gib ihm richtige Action! Na, das nenne ich einen Kampf! Machen wir das Ding platt! Schlag ihn mit was richtig Fieses! Oh, übler als die Brunstzeit auf Yelvet Prime! Und schon ändert sich die Chance! Und jetzt still! Man
es schafft! Ich brauche ein Stimbidi. Glaubst du, das war hart? Dann war's hart. Nein, ich habe keine Heilung mehr. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Na. Die Haxi und Brut bläst zum Angriff. Na, dich habe ich ja schon mal. Das hat wehgetan. Zierblick. Ja. Das würde ich gern nochmal sehen. Du bist überhaupt nicht da. Du hörst mir. Hast du Schmerz? Ja. War das alles? Gut. Ich dachte, ich... Was hat er gerade gemacht? Achtung! Du kannst nicht ewig weglaufen. Weich ruhig aus. Deinen Treffer einstecken. Oh, jetzt hast du ein Problem. Nee, ich hab nur wieder Heilung. Hä? Das hab sogar ich gespürt. Sieh nur, wie er sich bewegt. Genau wie in den Klonkriegen. Pass bloß auf! Gar nichts! Eines meiner besten Körpergestelle! Darf ich jetzt gehen? Danke, BD. Ich soll das nicht werden! Ah! Es ist die Mörder! Zerstört sie! Weg, 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 weg! Es gibt keinen Kurbel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Oh, wir waren ja wirklich komplett weg. Hey, Grease. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Triller. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Hat sie doch. Murray? Kerl, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Ah, cool. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Nein. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch.
später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Carl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Oh. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Mal an, wie es ja mit der Geschichte weitergeht. Oder vielleicht andere Planeten. Mal schauen. Bye bye.